Warum haben wir zwischendurch alle, ich übrigens auch ab und zu mal, warum haben wir trotzdem immer wieder mal zwischendurch Angst zu verkaufen? Warum haben wir zwischendurch immer wieder mal Hemmung, an jemanden ranzugehen? Warum kommen da ab und zu immer wieder mal so komplexe Hemmungen, Zweifel oder Ängste hoch? Ich will mal ein Beispiel geben und ihr sagt mir, ob es stimmt. Nehmen wir mal an, du wärst Mitarbeiter bei einer bestimmten Lotterie. Und zwar jetzt nicht Lotto, sondern eine Lotterie, wo man so Lose kaufen kann. Und der Hauptpreis ist 1 Million Euro. Und deine Tätigkeit, dein Beruf ist es, die Gewinner zu informieren. Und jetzt kommt es ab und zu mal vor, dass du irgendwo, du musst ja vorher erst mal anrufen, einen Termin ausmachen. Also du rufst an, stell dir vor, bei wildfremden Menschen, du kennst die ja nicht, die kennen dich nicht. Du sagst, rufst also an von der Lotterie Sonnenschein. Und du erzählst dem verdutzten Gesprächspartner, dass er mit seinem Los, der Nummer so und so, den Hauptgewinn 1 Million Euro gewonnen hat. Und derjenige sagt, ich habe doch gar kein Los gekauft. Und dann sagst du, ja, das kommt ab und zu mal vor. Vielleicht hat die Oma, vielleicht hat die Tante, vielleicht hat die Mutti so ein Los gekauft. Oder sie haben mal irgendwo eins geschenkt bekommen zum Geburtstag, haben es vergessen. Oder es war irgendwo in der Karte drin gewesen. Auf jeden Fall, wir haben den Beleg, wir haben ihren Namen, wir haben ihre Adresse. Das muss beim Kauf angegeben werden. Ihre Nummer, sie sind der Gewinner, sie haben gewonnen. Was glaubst du? Du arbeitest für dieses Unternehmen und deine Tätigkeit ist es, einfach einmal im Monat die Gewinner, die höheren Preise haben, anzurufen, sie zu überzeugen, dass sie einen Gewinn gemacht haben, einen Termin auszumachen, hinzufahren und denen den Scheck für die Presse publikumswirksam zu überreichen. Wer sagt ganz ehrlich, das ist ein ganz lockerer Job, das würde ich schaffen, den anzurufen, ich würde es schaffen, einen Termin zu bekommen und ich würde es schaffen, dass der die Millionen von mir schließlich auch nimmt. Wer schafft das? Und jetzt fragt euch doch mal Folgendes. Wenn ihr also wisst, ich habe für den Kunden, den Lotteriegewinner, ein Geschenk. Ich habe etwas, wo ich ihm helfe. Dann werden wir alle Zweifel, alle Einwände, alle Bedenken, alle Vorwände, alle Ängste, werden wir zwar zur Kenntnis nehmen, aber wir werden sie sehr schnell ausräumen. Und warum? Weil wir davon überzeugt sind, dass wir diesem Empfänger, diesem Kunden, diesem Käufer unseres Gewinns etwas Gutes tun. Und jetzt Ballonfrage an euch zurück, kurz vor der Kaffeepause. Wenn wir das bei unserem eigenen Produkt nicht können, wenn es uns da schwerfällt anzurufen, wenn es uns da schwerfällt, über die Zweifel hinwegzugehen, wenn es uns da schwerfällt, über die Ängste des möglichen Käufers damit umzugehen und sie auszuräumen, wenn wir also ein ungutes Gefühl haben, uns, unser Produkt, unsere Firma zu verkaufen, dann liegt es nicht an dem Kunden. Denn Einwände und Zweifel und Bedenken hat der Kunde immer. Es liegt an uns. Es liegt an unserer Einstellung. Es liegt an unseren Glaubenssätzen, es liegt an unseren inneren Überzeugungen. Wenn du dir nicht klar machst, dass es nicht an dem Kunden liegt, sondern immer an dir selbst, kannst du versuchen, Verkaufstechniken einzusetzen, wie du willst. Sie werden am Ende nicht funktionieren. Lieber Erfolgsfreund, wenn dir dieses Video gut gefallen hat, dann lass dich erstmal überraschen, was auf der Internetseite www.erfolg.ag auf dich wartet. 3 tolle Begrüßungsgeschenke, ein Buchdownload, eine DVD zum Downloaden und eine CD mit einem Live-Vortrag von mir persönlich. Mit richtig, richtig guten Inhalten. Du wirst begeistert sein im Gesamtwert von 139,85 Euro. Also nicht lange warten, gleich auf die Internetseite www.erfolg.ag. Viel Spaß mit den Begrüßungsgeschenken und bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen Höller.